Liebe Schwestern und Brüder, Maximus der Bekenner sagt zum dritten Kapitel des Prophetenbuches Jona, aus dem unsere Lesung ist: Nachdem das Wort der Gnade durch viele Anfechtungen zur menschlichen Natur, das heißt zur Versammlung der Völker, gedrungen ist, wie Jona durch viele Bedrängnisse zu Ninive, der großen Stadt, brachte es das herrschende Gesetz der Natur dazu, vom Thron aufzustehen, nämlich von der früheren sinnlich geprägten Haltung dem Bösen gegenüber, sich seines Gewandes zu entledigen, ich meine, den auf seiner Denkweise fußenden Dünkel der weltlichen Ehre abzulegen und ein Bußkleid anzuziehen, nämlich die Trauer und den beschwerlichen und harten Lebenswandel der Mühsal, welcher einem gottgemäßen Leben entspricht. So wie ferner sich in die Asche zu setzen. Die Asche ist die Armut des Geistes, auf welche sich jeder setzt, der sich im frommen Leben belehren lässt und die Geißel des Gewissens besitzt, welche ihn seiner Vergehen wegen misshandelt. Sieh, wie als König das natürliche Gesetz bezeichnet wird. Als Thron die leidenschaftliche Haltung der Sinnlichkeit, als Gewand das Vorhalten der eitlen Ehre, als Bußkleid die Trauer der Reue, als Asche die Demut, als Menschen jene, die der Begierde nach sündigen, als Stiere jene, die dem Ungestüm nach und als Schafe jene, die in der Betrachtung der sichtbaren Dinge sündigen. Wenn wir solche Sätze hören, liebe Schwestern und Brüder, verstehen wir vielleicht, welche Kraft das Wort Gottes hat, sich jeweils ganz neu zu öffnen. Dass es nie eingeschränkt ist auf eine bestimmte historische Situation, einen historischen Ort wie Ninive oder den Propheten Jona, sondern das, was Jona ausrichtet, hat eine so starke Kraft, dass, wenn wir es uns recht aufschließen lassen, in der Gemeinschaft der Kirche, dass es auch unser Leben zu ändern vermag, hin zur Umkehr, die täglich notwendig ist.